So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Das letzte Mal haben wir den Ninchi Speedrun gespielt, den neuesten mit dem Katzen Mario. Und jetzt möchte ich endlich das Level von Cardboard spielen. Ah! Okay. Dazu gehen wir einmal kurz hier bei Cardboard rein. Und wir werden sofort Ocarina of Time. Wir aktualisieren mal kurz, um zu gucken, ob er was Neues hat. Nein, gut, danke. Ocarina of Time. All Warp Songs spielen. Weltrekord 4 Minuten, das wird ein richtig langes Level sein. Er hat 6 Tempel eingebaut. Er macht viel mit Musik. Ich bin mega gespannt und ich erwarte tatsächlich, das ist jetzt mal ein Level, wo meine Erwartungshaltung tatsächlich hoch ist. Ich hoffe nicht so hoch, dass ich am Ende enttäuscht bin. Das wäre schade. Ich bin gespannt, was kommt. Okay, also es wird wohl, wenn man das so sieht. Ja gut, da ist ein Ende. Oh, ich hab schon, ich hab schon versaut, okay. Wenn man das so sieht, wird es tatsächlich eben, ja, 6 Tempel hier, ne, 3 Türen, 3 Röhren geben. Jeder Tempel ist ein extra Ding. Und, offensichtlich dann entsprechend so viele rote Münzen. Also es ist so ein Multiple-Checkpoint-Teil. Man kommt dann immer wieder hier raus. Machen wir es der Reihe nach durch. Der Waldtempel. Wie komme ich da hoch? Garantiert nicht so. wie komme ich da hoch? What? Kann ich hier auch nicht einen Pfeil irgendwo hinschießen? Oh, ich kann natürlich einen Pfeil schießen. Und zwar so, dass die Pflanze verschwindet. Dann kommt er hier durchgelaufen. Ah, cool. Oh. Brauche natürlich mein Schwert noch. Ah, das ist voll gut. Ich liebe es jetzt schon. Wir kriegen also in jedem Tempel kriegen wir das Ocarina. Achso, kriegen wir das Ocarina-Theme von dem jeweiligen Tempel. Da-da-da. Oh, oh, das war nicht gut. Warum tue ich das? Gottes Willen. Ich bin gespannt, ob er mal weiterläuft. Ob dann praktisch auch die andere Variante kommt. Also, oh, da wollte ich nicht. Okay, das darf ich. Das muss ich anders machen. Habe ich irgendwas falsch gemacht? Nochmal. Da habe ich jetzt irgendwas falsch gemacht. Das ist also so ein bisschen auch rätselartig, ne? Das ist cool. Gefällt mir. Nice. Da würde ich fast den Feuertempel zum Schluss spielen, weil der das coolste ist. Also Bolero of Fire finde ich halt großartig. So, da kommt er jetzt raus. Ah, verstanden. So, dann haben wir hier. No. Das war nicht, was ich wollte. Hey, wie löse ich das denn aus, ohne darunter zu fallen? Falsch. What the? Hä, was habe ich denn jetzt? Was mache ich denn gerade anders? Ah. Kann ich von dem auch schießen? Vom. Nee, kann ich nicht. Also ich muss schon in die richtige Richtung dann. Ah ja, okay.
So, jetzt sind wir hier. Dann laufe ich einfach mal in den Abgrund. Ist okay. So. Hopp. Schön. So, jetzt vielleicht einfach mal nicht runterlaufen. So. Wie löse ich jetzt das Ding aus? Ich kann nicht? Hä? Ich krieg den ersten Tempel nicht hin. So, wofür kommt hier eigentlich nochmal der... Das war nicht, was ich wollte. Wofür kommt da eigentlich nochmal eine Ranke nach oben raus? Das verstehe ich auch noch nicht. Nein, was mache ich denn? Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Was? Was muss ich da unten tun? Sind es einfach nur gezielte Sprünge und ich raff's nicht? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich sind es einfach nur Skillsprünge und ich bin einfach noch zu doof dafür. Ich glaube, es ist kein großes Rätsel da unten. Trotzdem verstehe ich die Ranke, die hier hochgeht, nicht. Ich kann aber halt nicht das da unten irgendwie anders auslösen. Es geht einfach nicht. Kann das nicht anders? Ich wüsste nicht, wie ich das auslösen kann. Ich kann versuchen, von hier dagegen zu springen. Und dann wieder an die... Ah, und dann wieder an die Ranke ran. Okay. Okay, das geht... Ah, okay. Man springt von der gleichen Seite ran und wieder zurück, sozusagen. Das geht, anstatt dass man zu rüber springt. Okay, 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 okay. Ach so. Bin halt wieder doof. Okay, dann hier ran. Und dann haben wir den ersten Tempel geschafft. Mensch, das hat ja länger gedauert, als es hätte können müssen. Und hier ist mein Checkpoint. Genau, das ist der Multiple Checkpoint. Ne? Das funktioniert also sehr schön. Jetzt nicht mehr neu starten. So, ich nehme an, das hier ist der Bolero of Fire. Das wird dann automatisch eh am Schluss kommen. Sehr schön. Was muss ich hier tun? Das da. So. Oh no 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 no. Nice. Und wir sind raus. Zumindest aus dem ersten Teil. Okay, die 10er lasse ich jetzt liegen. Oh, es geht aber weiter damit. Oh. Aber da muss ich nichts mehr machen. Da muss ich jetzt einfach nur schnell sein. Oh, weia. Nein, da hätte ich eine Bombe liegen. Okay. Okay, dann läuft das. Dann gehe ich da durch. Dann gehe ich da durch. Dann lege ich die um. Oh, jetzt muss ich da oben ganz viele Bomben legen. Uiuiuiuiuiuiui. Nein, nicht da unten, nicht da unten.
Nein, ich da. Oh mein Gott. Wie packe ich die denn jetzt da hin? So. Genau so. Und nochmal. Okay, das jetzt einfach. Jetzt haben wir's. Jetzt haben wir's. Okay, nice. Huh. So. Zack. Zack. Eistempel. Wie Eistempel gab's ja gar nicht. Bisschen schade, dass immer der... Nein! Es ist praktisch immer nur der erste Teil. Und der dann danach kommt, nicht mehr, weil er das wahrscheinlich nicht auf einen Screen bekommt. Aber das ist okay. Gottes Willen, nicht falsch verstehen. So. Okay, so funktioniert's. Und hopp. Und jetzt muss ich da rüber. Aber ohne hier zu verrecken. Komm ich da hoch? Nein! Das war nicht, was ich wollte. Das ist jetzt wahrscheinlich auch nicht so gut. Nicht so gut. Aber klar, vor dem Wassertempel kam eine Eishöhle. Das weiß ich schon noch. Lol. Vor dem Wassertempel kam die Eishöhle. In dem Bereich der Zoras. So. Okay, besser. So, darüber sind wir ja schon gekommen. Nur dann nicht mehr da hoch. Ja, wow, warum? Was war daran jetzt so schwer? Ich weiß es nicht. So, zack. Zack, okay. Nice, wir haben's. Wait, jetzt hau ich doch die Blöcke. Ah, ich dachte schon. Okay, cool. Ah, es fehlt jetzt praktisch immer der Schlussteil, dieses in dem Fall. So, dann was haben wir hier? Erde. Was ist das für ein Tempel? Ach ja, na klar, der in Kakariko-Friedhof. Wait, ich kann... Wait, ich komme direkt zur Münze? Nein, hä? Ah, ich wollte schon sagen. Das konnte nicht sein. Das war nicht so gut jetzt. Okay, der Friedhof-Tempel, beziehungsweise das ist ja dann der Schattentempel, Fragezeichen, glaube ich, gewesen, ist ein kleiner Troll. Trollraum, okay. Ei. Damit kann ich leben. Damit kann ich leben. So. Also dann kann ich hier wahrscheinlich... Ach so, ich bin ja Link. Ich wollte gerade sagen, irgendwo muss dann hier ein Block rumfahren. Sonst funktioniert das nicht. Ah. Was ist hier? Dann ist hier der Block. Ja, okay, alles. Ja, super. Ach so, ja, wobei, das geht natürlich auch so. Ich kann den Eisblock ja gar nicht zerstören. Jetzt mache ich hier kaputt, weil da oben der nächste Block. Ja, okay, verstanden. Verstanden. Okay, ich hätte jetzt gedacht, dass... Okay, aber so gibt's auch. Was soll mir das sagen? Soll ich da irgendwas runterpfeffern? Oh mein Gott. Okay. Und jetzt? Als Link lässt man aus dem Ding Bomben fallen. Auch interessant.
Ja, aber was will ich jetzt? Komme ich so durch die Röhre? Ach, unten rum kann ich. Null. Gar nicht gesehen. Okay, dann muss ich jetzt erstmal den richtigen finden. Ah, auch gut, dass die hier waren. Ich habe genauso was befürchtet, dass ich hier nicht... Ja, aber wie soll ich denn jetzt die da oben eine Bombe zünden? Oh nein! Ich hab's versaut, ne? Ich hätte hochklettern müssen. Safe Call hätte ich hochklettern müssen. Nein, ich krieg die nicht mehr kaputt. Krieg ich die noch kaputt? Oh, scheiße, jetzt krieg ich sie nicht mehr kaputt. Ich habe aber noch eine andere Idee, falls das nicht funktionieren sollte mit dem Hochklettern. Ich habe noch eine andere Idee. Wait, kann ich die nicht eigentlich? Nein! Ach so. Ja, nee, okay, geht nicht. Ich bin dumm. Ich bin dumm, alles gut. Boom. So, jetzt schauen wir mal, wie das läuft hier. Das war nicht, was ich wollte. Geh weg. Mein Gott. Das war nicht ganz, was ich wollte. Ah. Da, wo die Pfeile sind, kann ich durch. Das sehe ich jetzt erst. Da traf ich jetzt erst. So, aber hier kletter ich einfach. Ja, lol. Oh mein Gott, zerquetsch mich nicht. Oh mein Gott! Stirb! Stirb einen grausamen Blocktod. Danke. Dachte jetzt schon, es kommt noch einer, weißt du? Ja, komm, egal. Eieieiei. Gar nicht so einfach, das Level. So. Jetzt gibt's den... Was ist das für ein Tempel? Das müsste jetzt ja der Wüstentempel sein. Holy moly. Aber ja. Das ist der Geistertempel, heißt der, glaube ich. Oder? Wie hieß der? Ich glaube... Ja, hi. Ich glaube, Geistertempel hieß er. Oh mein Gott! Nein, da wollte ich nicht runter. Ah, verstanden. Ja. Ja, nice. Wow, 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 ganz lang. Oh shit, wie mache ich das denn jetzt? So mache ich das. Und zack. Ich habe eigentlich gedacht, ich löse jetzt jeweils noch so ein... Wait. Ah, verstanden. Hier die Bombe.
Und die reißt jetzt den Block kaputt. Nice. So, bleibt eigentlich nur noch dann der Tempel des Lichts. Ja, ist jetzt rot geworden, aber hey. Also das heißt Tempel des Lichts, aber halt das Lied, was praktisch. Ne? Es war ja kein richtiger Tempel des Lichts. Was willst du von mir? Ach, der Block ist da, oder? Hä? Hä, kann ich da runter? Ach, ich dachte, da ist der Tod. Null. Ah, so, hier drehe ich jetzt um den Switch. Und jetzt passt die Geschichte. What? Wer macht mir denn hier mal das Ding kaputt? Guck mal, hier ist der... Oh. Ich bin zu langsam. Verstanden. Warum ist hier ein Pfeil nach oben? Okay, also go. Speed hier jetzt. Speed! Warte, wir machen nochmal Speed. So, jetzt machen wir nochmal Speed. Go! Schneller! Viel schneller! Nein, der ist schon oben. Ich muss die Bombe da reinpfeffern. Nein. Boah, das muss mal richtig schnell sein. Was ist das denn? Temple of Speed oder was? Uff. Go. Link. Link. Yes. Oh mein Gott, das war knapp. Okay, das waren alle. Kriegen wir jetzt noch den Ganon-Kampf. Nein, wir kriegen ein Ziel. Huh, okay, nice. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Aber länger als ich dachte, meine Güte. Meine Güte. Nutzen wir den Rest der Zeit noch, um die ganzen anderen Level von ihm durchzugucken, die zu schwer sind. Also da nur mal kurz reinschauen. Haben wir hier schon gemacht? Haben wir hier schon gemacht? Haben wir hier noch nicht gemacht? Player beware, you're in for a scare. Dann lass uns mal erschrecken. Lassen wir uns mal erschrecken. Und guck mal, was er hier musikalisches gemacht hat. Soweit, so gut. Wo soll ich da hin? Darüber wahrscheinlich. Okay. Dann da hoch. Dann darüber. Da kann ich runter. Da kann ich rein. Jetzt kann ich hier runter. Jetzt kann ich hier runter. Okay, ich hätte jetzt gedacht, da kommt was aus der Röhre raus. Dum, 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 dum. Oh, hier unten lang. Ich hab gleich, sehe gleich nichts mehr. Okay. Aber man sieht genug, das ist eigentlich ganz cool. Oh nein! Hier rum. Ich hab die Röhre verpasst! Ich hab die Röhre verpasst! Nein! Mist. Wie kann ich denn die Röhre verpassen?
dich weg. Jetzt. Nice. Okay. Ah, das Level ist cool. Ich dachte, das ist ein Level, was wir nicht schaffen werden. Aber wenn es von der Schwierigkeit her so bleibt, schaffen wir das. Das ist vor allem mal ein Level, was Dunkelheit echt gut umsetzt. Okay, der Raum ist schon schwieriger, aber alles noch machbar. Die Sprünge sind halt etwas knapper geworden, aber das kriegen wir alles noch hin. Oh, Wolke, go! Nein, ich kann nicht oben rum. Ich habe gedacht, ich komme oben rum. Okay, oben rum ist nicht. Ja, so rum ist auch nicht. Huh. Nein, hör doch auf zu sterben. So, jetzt sind wir auch ein bisschen schneller auf der Wolke. Ich dachte ja vorher, da ist noch eine Lücke und bin extra mal extra ge... Wow, ich muss unten rum. Und jetzt oben rum und jetzt ist die Wolke weg. Ich hoffe, ich brauch's ja nicht noch. Nein, zu langsam gesprungen. Okay, aber das ist gut. Das Level ist voll gut. Nein. Komm schon. Komm schon. So, zack, zack, zack. Nice. Da hat Mario keinen Bock auf die Wolke gehabt. Oder die Wolke keinen Bock auf Mario, man weiß es nicht. Eins von beidem ist zugetroffen. Nicht schon wieder. So, jetzt schaffen wir das aber hier. Ah, nein! Zu schnell hoch. Zu schnell hoch. Ups, ups. Jetzt aber. Jawohl. Langsam runter. Ich habe ja Zeit hier. Haben wir ja gesehen, das hier geht alles klar. Und jetzt muss ich einen weiten Sprung machen und hier einen kleinen und da einen kleinen. Und jetzt weiß ich nicht, was kommt. Ich habe keine Ahnung. Okay. Man sieht echt genug im Voraus. Das ist eigentlich schon ganz cool gebaut. Ziel! Yes! Oh mein Gott, we did it! Das war gar nicht so schlimm wie erwartet aufgrund der Clear Weight. Das war überhaupt nicht so schlimm wie erwartet. Nice. Very nice. Okay. So, das hier brauchen wir nur mal ganz kurz reingucken. Das werden wir nicht schaffen. Das haben zwei Leute geschafft von 5394. Nein. Team Precision mit Ziel. Sammle mindestens 3 One-Up-Pilze. Na klar. What? Ich kann ja schon so einen Sprung nicht. Okay, aber interessantes Lied. Gut. Lul. Lul. So, das war das. Das hat man, glaube ich, auch, da kommen wir auch nicht weit, ne? Es scheint super kurz zu sein, aber 6 Leute von 222 klingt auch nicht so gut. Hä, dann muss ich die einsammeln wieder zurück?
Ah, das sind drei Münzen. Wo sind die anderen? Like, ich brauche fünf. Ich meine, ich sehe drei. Ah, ich hab die anderen gesehen. Die sind auch unter den Sägen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Danke dafür. Nope. Okay. Und dann sind wir schon wieder hier. Das heißt, dann haben wir alles gesehen von Cardboard aktuell. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Irgendwann wird es mich reizen, nochmal Mole New World zu spielen, aber aktuell nicht. Dann gucken wir mal ganz kurz, ob sich hier was getan hat. Aber ich beende jetzt die Aufnahme. Frank hat was hochgeladen und das war's. Okay. Dann ist hier auch nichts aktuell zu tun. Das heißt, ich kann die Aufnahme guten Gewissens beenden. Und ja, ich denke, wir werden die Tage mal uns wieder an einem SMW-Hack versuchen. Ich kann aber nichts versprechen. Gell? Also falls jetzt doch wieder plötzlich nur Mario Maker kommt, nicht wundern. Dann habe ich irgendwie, weiß ich nicht. Wenn irgendwas spontan halt passiert, was Mario Maker angeht, dann ist sowieso, so wie zum Beispiel der Ninji One. Wobei ich den jetzt nicht auf dem Schirm hatte, das war jetzt Zufall, dass der gerade in dieser Aufnahmesession aufgetaucht ist. Und ja, aber ich denke, wir werden uns mal wieder demnächst um den Mario-Hack kümmern. Ich habe da Lust drauf, mal wieder ein bisschen mit ZMZ rumzuspielen. Uff, so, danke fürs Zuschauen und tschüss.